Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen im Münchner Hauptbahnhof. Öffne nun bitte die Türen und rüste deine, ja, in unserem Fall Baureihe 112 auf. Und die andere 112er am Zugschluss, die begleitet dich nach Augsburg Hauptbahnhof, wo dann auch dort deine Schicht endet. Und damit viel Spaß. Ja, noch einmal hallo und herzlich willkommen von meiner Seite. Wir fahren heute 112er im Doppelpack im Sandwich-Betrieb, haben heute den Regionalexpress, der zwischen München Hauptbahnhof und Augsburg Hauptbahnhof pendelt. Und deshalb, ja, sind die Lokomotiven eben auch hier im Doppelpack vorhanden. Eine Lokomotive vorne dran, die andere hinten dran. Und beide Lokomotiven werden wir jetzt erstmal genüsslich aufrüsten. Doch zu aller Anfang öffnen wir an unseren Wagen die Türen und lassen unsere Fahrgäste rein, damit die hier auch schon mal, ja, den Fahrgastwechsel erfolgreich durchführen können. So, mit Steuerung P bewegen wir uns in die hintere Lokomotive. Dort angekommen wird bitte der, ja, noch mal ganz kurz durchwechseln, so, wird bitte die Batterie eingeschalten mit Shift B. Batterie eingeschalten, wunderbar. Dann den Verdichter Luftpresse aktivieren. So, der wird jetzt den Luftdruckbehälter, den Hauptluftbehälter auf 10 bar hochdrücken und mit Druck füllen. Und dann, wir können es eigentlich auch jetzt schon machen, genau, den Fahrtrichtungswende in die Vorwärtsposition verlegen. Mit Steuerung und Plus wechseln wir in das vordere Triebfahrzeug. Dort vollziehen wir dieselbe Routine. Batterie einschalten. Ja, Licht können wir schon einknipsen bei der Lokomotive. Dann Luftpresse aktivieren. Verdichter an. Lüfter bleiben noch aus. Der Fahrtrichtungswender geht in die Vorwärtsstellung. Und Instrumentenlicht sowie die Kabinenbeleuchtung wird auch schon aktiviert. Die ist auch optional hier drüben anwählbar. Kann ausgewählt werden zwischen den drei Stellungen schwaches Licht, Licht aus oder Licht stark. Und genau, dann hätten wir da eben schon die Auswahl getroffen. So, bei der Lokomotive haben wir ein bisschen mehr Druck im Hauptluftbehälter schon drin. Dann können wir hier bei, ja, 7 bar, müssen wir schon den Stromabnehmer auswählen können. Ist auch schon in Vorwärtsposition, okay. Mit Shift P wechseln wir jetzt bitte auf den ersten Stromabnehmer, ne? Ne, wir möchten gerne den zweiten bitte haben. Zack. Und dasselbe vollziehen wir jetzt auch noch bei der hinteren Lokomotive. Wir wechseln da auch in den, ja, vordersten Führerstand in Fahrtrichtung. Und mit Shift P ebenfalls den Stromabnehmer Nummer 2 auswählen. So, auch hier braucht man noch ein bisschen Geduld. Der Kompressor hat den Luftdruck im Hauptluftbehälter noch nicht auf 10 bar hochgepresst. Das dauert immer einen Moment. Aber wenn der bei beiden Lokomotiven auf 10 bar ist und sich der Luftpresse dann auch deaktiviert hat, dann können wir ganz genüsslich anfahren. Oder beziehungsweise erstmal, ja, das ZDS-System aktivieren bei der führenden Lokomotive, in die wir jetzt gleich wieder reinspringen. Es wird immer daran erkenntlich, wenn hier die Instrumente so grün leuchten. Ich habe hier vorne nämlich schon die Instrumentenbeleuchtung angemacht, damit das nicht so für allzu viel Verwirrung sorgt. Dann sind wir immer in der vorderen Lokomotive. Mit Shift 8 aktivieren wir gleich noch die PZB. Mit Shift 6 gleich noch die LZB hinterher. Wir fahren ja heute auf München-Augsburg. Da könnte es sein, dass wir in die LZB aufgenommen werden. Und um der Sache schon mal, ja, fertig entgegentreten zu können, mit Shift 6 auch noch die LZB einschalten. Gut, unser vorderes Triebfahrzeug ist jetzt bereit, um in den ZDS-Betrieb zu wechseln. Das hintere Triebfahrzeug überprüfen wir gleich noch. Nochmal nach hinten gewechselt. Auch hier, naja, nicht ganz 10 bar im Luftbehälter, aber 9 ist auch okay. Dann mit Shift 9 in der vorderen Lokomotive das ZDS-System aktivieren. Das sendet eine Anfrage an das geschleppte Triebfahrzeug. Dort wird die Anfrage akzeptiert, wunderbar. Und die Anfrage wurde erfolgreich durchgeführt. Wir sind bereit zum Aufrüsten. Und damit können wir an der vorderen Lokomotive den Stromabnehmer heben. Ja, jetzt kommt hinten, wir hätten angeblich keinen Stromabnehmer ausgewählt. Was zwar trotzdem der Fall ist, aber... Das ZDS-System ist aktiv. Wir nehmen nochmal ganz kurz den Stromabnehmer runter. An der vorderen Lokomotive. Und wir versuchen es nochmal. Ach genau, mit Steuerung und Shift P können wir jetzt den ZDS-Stromabnehmer hinten auswählen. Ja, dann müssen wir das nicht hinten davor machen, sondern direkt so. Genau, und dann können wir jetzt, ja,
mit P wirklich bei beiden Lokomotiven den Strom immer heben. Es geschieht vorne und hinten. Zack, bei beiden Lokomotiven. Ja, hinten hätten wir eigentlich den... Naja, egal jetzt. Hätten wir eigentlich den hinteren nehmen können, aber... Na gut. So, wir haben den Hauptschalter noch nicht eingeschalten. Das machen wir als nächstes noch. Genau, Hauptschalter bei beiden Lokomotiven eingeschaltet. Sowohl bei dem nachschiebenden als auch bei der führenden Lokomotive. Man hört es auch ein bisschen akustisch. Dann den Lüfter einschalten. Bitte nicht aktiv, sondern Automatikstellung hätte ich gerne. Ja, das ist auch so ein bisschen Spielerei. Eigentlich hat der Schalter hier nur drei Stellungen. Einmal diese Grundstellung, nach oben oder nach unten. Aber hier in der Simulation muss man halt hoch und runter tasten, damit man da in den drei Stellungen aus, Automatik und eingeschaltet wechseln kann. So, der Kollege fährt hier scheinbar auf dem Prellbock nebenan. Was wird denn das? Okay. Ja, das geht auch nur in der Simulation. So, wir dürfen abfahren. Nächster Halt ist Pasing auf Gleis 10. Und damit wir das wahrnehmen können, müssen wir noch bei beiden Lokomotiven die Handbremse lösen. Über die Raute-Taste. Und dann sehen wir auch hier unten im F4-Menü sind die Handbremsen gelöst. Fahrtrichtungswender ist vorne. PZB, LZB sind an. SIFA bleibt aus. Zugbremse wird gelöst. Drei Spitzenlichter müssten auch leuchten. Zwei rote hinten hatte ich schon gesehen. Stromabnehmerkonfiguration ist, naja, okay für heute. Und ansonsten Leistung noch runter bitte auf 30% ziehen. Und dann können wir eigentlich auch mit der Hilfssteuerung schon anfahren und uns auf den Weg machen. So, Fahrstufe 1, 2, 3, 4. Und damit langsam gegen das Signal anrollen. Ja, ich glaube, unser Kollege hier neben uns, der wird nochmal im Bahnhof vorne anhalten, so wie der fährt. Wir müssen jetzt selber erstmal gleich gucken, freien Auslauf aktivieren, ob wir hier vorne schon raus dürfen. Ich sehe zwar schon, dass hier SH1 leuchtet und dass wir theoretisch schon ja, rausfahren könnten. Scheibenwischer sollten wir uns auch noch aktivieren. Aber jetzt halt die Frage, ist das Hauptsignal hier oben für uns? Ich glaube nicht. Weil ich dachte, wir werden jetzt hier drüben lang geleitet. Unmittelbar vor der Lokomotive. Also eigentlich im, naja, im Durchrutschweg von dem anderen Zug. Ja, genau. Die Ausfahrt müsste hier mit 40 erfolgen. Und ich glaube, die Besonderheit war ja, dass die... Ah, das ist... Das geht so nicht. Da unten ist noch ein Schotterzwerg, der... Und sie Weiterfahrt verweigert. Oder ja, ist der Fahrweg hier drüben für uns? Das kann auch sein. Weil dann theoretisch kann das da unten eigentlich nicht für uns sein, das Rot. Ja, wir tasten mal langsam vor. Ja, das gilt nicht für uns. Das ist aber auch wirklich in der Simulation sehr bescheiden hingestellt, das Signal. Muss ich jetzt echt mal sagen. Und das ist eigentlich auch keine Position, würde ich meinen, wo man ein Gleissperrsignal hinsetzt. Also entweder benutze ich das Hauptsignal hier vorne und hänge das da unten mit dran, weil das ist eigentlich völlig unnötig da an der Stelle. Ich sehe keine Bewandtnis, was dieses Signal dort bringen soll. Ganz ehrlich. So, mit 40 geht's hier raus, ne? Ja. Und mit 30 war ja die Einfahrt im Hauptbahnhof. Aber das tangiert uns jetzt erstmal peripher. Aber hier vorne geht es ja weiter. Da kommen wieder lauter Sperrsignale. Ja, das hier wird für uns sein. Weil theoretisch, wir sind ja als Zugfahrt unterwegs. Die dürfte uns jetzt eigentlich gar kein kleines Sperrsignal mit SH0 bzw. eben ja, zwei roten Lämpchen hinstellen. Und manchmal ja, schalten die auch in der Simulation ganz komisch erst dann um, wenn man sich unmittelbar mit der Lokomotive vor dem Signal befindet. Das ist hier gerade im Raum München so öfters der Fall. Tritt aber vor allem auf den Strecken München-Rosenheim bzw. München-Garmisch-Partenkirchen auf. Bei den beiden Strecken ist das Problem
ziemlich oft, dass eben Gleissperrsignale oder Gleissperrensignale heißen sie ja eigentlich, nicht so richtig funktionieren. Auf München-Augsburg kommt das auch manchmal vor, aber relativ selten eigentlich. So, der Weichenbereich wird gleich verlassen und dann dürfen wir mit 60 fahren. Wir ziehen schon mal die Leistung runter auf 0. Der V-Sollsteller geht auf 60. Und dann kommt hier noch ein schöner Grafikbug. Keine Ahnung, wo der jetzt noch herkommt. Irgendwie wird er aber von der Brücke da hinten scheinbar ausgelöst. Aber na gut. Der soll uns heute nicht stören. 112, 162-3. Und das Ganze wurde im Sandwich-Betrieb. Ist eigentlich bei drei Dosto-Wagen gar nicht nötig, finde ich. Also es ist dann wahrscheinlich wirklich nur dem Steuerwagen-Mangel geschuldet, dass man hier auf zwei Lokomotiven zurückgreift. Weil einen anderen plausiblen Grund sehe ich dafür jetzt nicht wirklich. So, Leistung hoch. Und dann darf 120 gefahren werden. So, 40 kN Anfahrzugkraft pro Fahrmotor. Und davon haben wir ja heute insgesamt 8 Stück im Zugverband. Die Doppeltraktion, das merkt man schon ordentlich. Also es ist hier ein Beschleunigungsverhältnis, das ist wunderbar. Auch bei so, naja, schlechten Witterungsbedingungen wie dem Regen heute, das sollte uns keine Probleme verursachen. Allgemein mit der gesamten Zugkomposition müssten wir ja auch die 160 ausfahren können. Wir haben keinen Steuerwagen drin, der langsamer fährt. Und auch die Dosto-Wagen müssten für die 160 ausgelegt sein. Genau, an der Seite noch die Anschrift. Wir haben die DB PZA Dostos heute. Die schaffen das. So, dort vorne kommt die unangekündigte 90. Das kennen wir auch. Wir ziehen an der Stelle mal wieder ganz kurz das Schaltwerk runter auf 0. Also mit F den freien Auslauf aktivieren. Und dann bitte die 90 einstellen. Jetzt haben wir auch doppelte E-Bremskraft. Und theoretisch müsste es dann so sein, dass die Lokomotive 1 von dem gelben Anzeiger hier dargestellt wird. Also das ist das, was an Bremskraft bei unserem führenden Triebfahrzeug vorhanden ist. Und die weiße Tachonadel oben, das siehst du hier unten, ist für die Lokomotive 2 bestimmt und zeigt uns dann eben, was die auch gerade für Bremskraft aufgeschalten hat. Das ist besonders dann nützlich oder von Vorteil, wenn man eben nicht mitbekommt, was bei der hinteren Lokomotive wirklich abgeht. Und wenn man eben Leistung aufschaltet oder Bremskraft aufschaltet und die Lokomotive fängt da hinten an mit Gleiten oder mit Schleudern, dann sollte man das ja irgendwie mitbekommen. Und gerade an diesen beiden Anzeigen würde man es dann das Ganze dann eben nachvollziehen können. So, Langsamfahrt war angekündigt und wir müssen damit auf jeden Fall unter 85 runter. Das werden wir auch tun. Freien Auslauf aktivieren und dann können wir schon mal so 70 ansetzen. Dass wir schon mal die Prüfgeschwindigkeiten weit unterschritten haben. Und im Parsing, da wird dann sowieso noch ein Einfahrsignal kommen. Und ab dem, denke ich mal, gilt dann die Geschwindigkeitsbeschränkung. Genau, hier vorne, das müsste es sein. Auch wenn da gerade Fahrt leuchtet und nicht langsam Fahrt. Aber da wird wahrscheinlich noch ein ZS7 etc. dran sein. Ah genau, Kennziffer 6 am ZS3. Ja, dann bremsen wir wieder auch auf die 60 runter. Gar nicht gut. So, 60. Die haben wir auch auf dem Tacho drauf. Wunderbar. Und dann können wir uns... Ja gut, die PZB hat sich schon selbst wieder in den Modus zurückgesetzt. Ja, bitte nicht wundern. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt selbst nicht, wo diese Grafikfehler gerade herkommen. Aber irgendwie scheint hier aus dem Gleis... Keine Ahnung, da scheinen die Schwellen raus. Irgendwie verursachen die gerade Probleme. Ich habe keinen blassen Schimmer, woran das liegt oder mit was das jetzt plötzlich zusammenhängt. Hatte ich noch nie auf dieser Strecke. Oder zumindest ist mir nicht bewusst aufgefallen. Sagen wir es mal so. So, und dann langsam reinbremsen.
Signal zeigt ja so oder so Fahrt. Was anderes darf es gar nicht anzeigen. So, am Ende des Bahnsteigdachs halten wir mal an, dass unsere Fahrgäste nach Möglichkeit eben nicht nass werden. So, zack. Und dann werden die Türen in Fahrtrichtung links geöffnet, der Ausstieg in Pasing auf Gleis 10. Zack, Türen auf. Freien Auslauf schon mal aktivieren nochmal, damit hier auch die Bremskraft wirklich gesamt abfällt. Und dann gehen wir runter, ziehen einmal den V-Sollsteller auf 0 und fahren dann wieder an, wenn sich unsere Türen geschlossen haben. Ich denke mal, der Zugführer wird uns dann entsprechend das Signal geben, in die Trillerpfeife einmal reinpusten. Weil, ne, Zugführer, ich sag's nochmal, der ist hinten im Zug. Das ist die Person, die durch den Zug durchläuft und, ja, die Obhut über den Zug hat. Und der Lokführer, der Triebfahrzeugführer, ist das, was vorne drin sitzt. Das wird auch gerne in den Medienberichten öfters mal falsch gesagt. Aber das ist halt dann, ja, ich sag mal, wirklich eher ein Unterschied der Eisenbahninteressierten. Ja, ich sag mal, auffällt oder eben Berufseisenbahnern. So, 100. Nächster halt Mammendorf. Das Beschleunigungsverhältnis. Wir sind gerade mal ungefähr, ja, in Fahrstufe 11 und bei 50% Leistung circa. Und die Lokomotive ist im, also wirklich im Nu auf 100. Die Lokomotiven. Doppeltraktion, ne? Wobei, eine Doppeltraktion wäre es eigentlich nur dann, wenn die Lokomotiven unmittelbar hintereinander hängen. Also wenn wir eine Lokomotive vorne dran haben und, ja, zusätzlich noch eine Vorspannlok vorne mit davor. Oder allgemein halt zwei Lokomotiven hintereinander. Dann wäre das Doppeltraktion. Aber so ist es eigentlich, ja, Sandwichbetrieb. Das fällt für mich jetzt nicht unbedingt unter Doppeltraktion. Wobei, wir fahren ja auch gleichzeitig beide, also... Ah, das weiß ich jetzt nicht so genau. Es könnte wirklich sein, dass das mit einer Doppeltraktion zählt, aber mein Verständnis von Doppeltraktion sagt, zwei Lokomotiven vorne am Zugverband dran. Also so, dass sie eben durch einen Wagenzug nicht getrennt sind. So, LZB anfangen. Und wenn der gesamte Zug drin ist, sollte die sich eigentlich auch anschalten. Tut sie auch. Und damit werden uns 160 km pro Stunde vorgegeben. Ja, das wird jetzt echt ein bisschen interessant. Ich weiß gar nicht, wie können die? Ja, doch. Wir haben trotzdem noch Einfluss darauf. Aber wahrscheinlich hat die LZB jetzt die Oberhand. Und kann eben regeln, wie viel Leistung da kommen soll, beziehungsweise eben Bremskraft. Dann fährt ja die Lokomotive wahrscheinlich komplett von alleine. Außer, dass sie eben an den Bahnhöfen nicht anhält, weil die Betriebshalte, die müssen wir eben selbst erkennen. Und so weiter. Oder die Passagierzustiege eben, ne? Die fahrplanmäßigen Halte. Betriebshalt würde ja jetzt was anderes implizieren noch. So, 160, okay. Wir haben im Gegenverkehr 151, sehr schön. Und das mit einem sehr durchgemischten Zug, wahrscheinlich im PPZ, der ins Ausbesserungswerk geht. Ja, da hängt alles ganz konvolut zusammengewürfelt. Das ist nicht irgendwie was Ausgedachtes, sondern sowas gibt es wirklich bei der Bahn. Das ist dann eben der Fall, wenn zum Beispiel Wagen ins Ausbesserungswerk fahren, wenn sie zu, ja, Untersuchungen müssen, wenn die Wagen Schadwagen sind, also wenn sie zum Beispiel selbst nicht mehr bremsen können oder wenn es da irgendwelche anderen Probleme gibt, die werden dann in solche Züge eingereiht. Die fahren dann, ich sag mal, einmal querbeet, manchmal von Betriebsstelle zu Betriebsstelle und sammeln dort die Wagen ein. Oder sie werden halt in, ja, größeren Betriebsbahnhöfen ja, schon in separate Abstellgleise sortiert und dann von, ja, einer einzelnen Lokomotive eben eingesammelt und zu einem, ja, längeren Zug zusammengestellt, der dann eben früher oder später
ins Ausbesserungswerk etc. fährt. So, da ich mir aber nicht gemerkt habe, wo Mammendorf genau ist, muss ich immer mal wieder unten in die Anzeige hineinlunzen. Und ich freue mich auch jetzt schon auf die erste Abbremsung, die uns dann auf 120 runterführt. Ich bin echt gespannt, ob das die Lokomotive von selbst macht oder ob ich dann den bedingten Auslauf den freien Auslauf aktivieren muss. Wie das dann jetzt abläuft. Können wir ganz kurz den bedingten reinmachen. So, die Sonderprogramme nochmal löschen. Ich möchte sehen, ob es das Fahrzeug wirklich von alleine macht oder ob uns jetzt ja die Trennschütze zwangsläufig abfallen, weil das Fahrzeug jetzt eine Bremsung reinzwingt. Ich hoffe es nicht. So, da ist noch leicht Oberstrom da. Das zieht auch die Lokomotive gerade oder die Lokomotiven. Ich aktiviere mal den freien Auslauf. Wenn es Gefahren-G kommt, so 120 sind angekündigt, macht es jetzt von alleine oder nicht? Das wird ein bisschen zu heikel. Ach doch, jetzt kommt das Dreieck. Greif ein. Das ist mir zu knapp. Das ist mir wirklich zu heikel. So, 120. Passt schon. Und 80 dann in 6 Kilometern. Huiuiui. Ordentlich durchgeschüttelt nochmal. Ich finde auch relativ schön, dass man bei der 112er eben im Gegensatz zur 143 oder 243 die Lampeneinfassung so ein bisschen geändert hat, dass sie einfach ein bisschen anders ausschauen. Weil die kleineren Lampen hier bei der 112er, die gefallen mir auch echt ein bisschen besser. So, die 160 sind wieder freigegeben, sehe ich gerade. Aber das Fahrzeug macht es noch nicht von... Ach doch, Fahrstufen hat es schon aufgeschaltet, genau. Es braucht nur noch ein bisschen mehr Zugkraft. Gehen wir mal auf 160 hoch. Und der Halt in Mammendorf ist dann in, naja, ungefähr 10 Kilometern. Also 9,5. Nun, auch die 160 hier, das ist wirklich kein Problem für die Lokomotiven. Die erreichen das so schnell. Ich aktiviere jetzt auch an der Stelle mal noch den Modus nur fahren, damit uns die Lokomotive bei leichten Geschwindigkeitsübertretungen nicht immer von selbst wieder herunterbremst. LZB Ende. Wird mit Freitaste quittiert. Dann ziehen wir doch noch die Leistung ein Stückchen runter auf 0. Freien Auslauf aktiviert. Trennschütze fallen ab im Hintergrund. Und dann wird er bremsbereit sein. 2 Kilometer noch, dann geht es runter auf 80. Ja, dann wird sowieso nochmal eine Ankündigung kommen. Ach nein, doch nicht. Geht direkt runter. Das Signal zeigt aber noch freie Fahrt. Ja, jetzt kommen die 80. Wachsam, wachsam. Und dann auf 80 runterbremsen. Ja, die LZB-Bremskurve, die hat sich ein bisschen eher eingeleitet, im Gegensatz zur PZB-Bremskurve. Jetzt müssen wir noch ein bisschen schleuniger runterbremsen. So, das passt. Zack, sind wir bei 80 angekommen. Das Sonderprogramm müsste wieder gelöscht sein. Zack, 80 voreingestellt, Die Lokomotiven werden wieder beschleunigen und von alleine auch bremsen. PZB frei wieder.
Und dann, ja, sind es noch 5 Kilometer immer noch bis Mammendorf. Sieht schon echt cool aus in Doppeltraktion. Das hat was, gerade mit den 3 Wagen hinten dran nur. Tolle Sache, echt. Würde ich auch gerne mal in echt fahren. 112er im Doppelspann. So, gehen wir mal ungefähr auf 40% Leistung. Und genau, ich sehe es gerade, wir können den Scheibenwischer ausschalten. In echt würdest du das definitiv nicht vergessen, weil der knarzt sowas von und ja, hinterlässt so unangenehme Geräusche, wenn das eben nicht auf der Frontscheibe nass ist. Auch wenn das nur noch ja, geringfügig nass ist oder so, dann kommen die meisten Scheibenwischer schon richtig ins Knarzen und dann geht's. Und das ist so nervig, da denkst du automatisch dran, dass du den schnellstmöglich wieder ausmachen möchtest. So, auch hier wieder Modus nur fahren, bitte. 4 Kilometer bis Mammendorf. Achso, wir dürfen hier bestimmt schneller fahren, oder? Genau, 160. Die 80er-Zone ist vorbei. Der Weichenbereich endete ja. So, nur fahren wird wieder aktiviert. Ja, wobei die Geschwindigkeitsübertretung wird etwas größer sein. Wir lassen das mal mit den Sonderprogrammen an der Stelle. Das Fahrzeug soll das ordentlich machen. Wir greifen auch nochmal bitte in die Automatik ein und drücken die Brems- und Zugkraft nochmal manuell hoch. Na, 25. Fahrstufe. Die müssen auch noch zurücklaufen. Da muss man dran denken. Deswegen jetzt schon mal Leistung etwas drosseln und dann gucken wir noch mal ganz kurz hier rüber. Die Lüfter aktiv, doch Automatik. Das kam jetzt so vor, als würden die dauerhaft durchlaufen. Deswegen habe ich da lieber noch mal nachgeguckt. Oh, Mammendorf kommt. Freien Auslauf aktivieren. Na komm, liebe 112er, zeig mal, was du drauf hast. Es ist genügend Bremsweg. Schaffen wir auf jeden Fall. Aber ich hätte es jetzt beinahe verpasst. Und auch hier sehen wir sehr schön, die Temperatur am Transformator steigt wahrscheinlich trotzdem noch an, weil eben auch hier trotzdem die Bremskraft ja, Wärme erzeugt. Beziehungsweise es kann auch Fahrmotortemperatur sein. Ich weiß es nicht genau. Trafo oder Fahrmotoren. So, und der Ausstieg in Mammendorf befindet sich in Fahrtrichtung links. Ja, bei den 30 das Piepsen kommt von den Türen. Die Türfreigabe wurde aktiviert. So, und raus mit euch, lieben Fahrgästen. Wir entlassen euch in die Freiheit. Wer in Mammendorf aussteigen möchte, der muss jetzt raus. So, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Dann würde ich mal sagen, machen wir die Türen gleich wieder zu. 16:02 haben wir es. Ja, da haben wir jetzt schon 6 Minuten Verspätung. Shift T. Türen schließen. Zack. Und Bremsen lösen. Der geht nochmal runter auf 0. Dann wieder hoch auf 160 und dann fährt sie langsam an. Das ist eben auch das Schöne. Du gibst die Geschwindigkeitsvorwahl rein, wie schnell das Fahrzeug werden soll. Wenn du die Brems- und Zugkraft hier schon aufgeschalten hast, dann funktioniert auch alles wunderbar. Hier oben hat man dann nochmal beiläufig ein fehlerhaftes Signalbild, was es so gar nicht gibt. Einfach nur ein grünes Lämpchen mit ja, verkürztem Bremsweg, das macht keinen Sinn. Weder signalisierungstechnisch noch informationstechnisch. Das hat überhaupt keine Aussage eigentlich.
Und das, ja, gibt es wie gesagt auch so nicht. Ein verkürzter Bremsweg in Kombination mit einem KS1, also mit einem grünen Lichtchen, bringt nur dann was, wenn das grüne Lämpchen blinkt und eben ein ZS3V unten dran hängt. Also eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die uns irgendwie beeinflusst. Aber alles andere, da braucht es keinen verkürzten Bremsweg, wo wir sowieso nicht abbremsen. So, 70 Grad. Na, jetzt haben die Lokomotiven ordentlich an Temperatur zugenommen. Die halten ja doch einiges aus. Und da wären wir wieder bei unseren 160. Können wir jetzt die Leistung runterfahren. So, die Lokomotive hält wieder brav ihre Geschwindigkeit. Und in 12 Kilometern halten wir an in Mering. Ich weiß gar nicht, gab es da nicht zwei Bahnhöfe, Mering und Mering-St. Afra? Ja genau, es sind zwei verschiedene. Der andere kommt dann nochmal 2 Kilometer weiter. Ja, da könnten wir eigentlich dann, das ist ja dann wirklich mehr oder weniger schon S-Bahn-Betrieb, den bedingten Auslauf mit nutzen. Ich kann das auch jetzt mal ganz kurz probieren. Leistung hochschalten. Bedingten Auslauf aktivieren. Ja, das ist jetzt auch nicht, genau, ist nicht unsere. Das ist immer so die Schrecksekunde, die man ganz kurz hat. Wenn man jetzt denkt, ja, hier Bahnsteig, okay, war aber zum Glück nicht meiner. Da habe ich es mir noch richtig gemerkt, 10 Kilometer noch ungefähr. Ich habe mich jetzt richtig erschrocken, weil ich dachte, okay, wir müssen jetzt vielleicht hier anhalten, aber dann guckst du auf den Tacho, 160, eher nicht. Wird nichts mit anhalten. Müssen wir aber auch nicht. Alles gut. Zum Glück keinen Plan halt. Wir können uns eigentlich auch mal das Licht hier noch auf stark einstellen. Das ist doch etwas dunkler geworden als gedacht. Dass es hier in der Kiste nicht ganz so duster ist. Die Lokomotive ist ja wirklich in die Kiste. Also der Mini-Hochleistungscontainer, wie ich ihn auch gerne nenne, weil er eben der 155, ja, in vielen Stellen sehr ähnlich sieht. Das ist quasi die kleine Ausführung, sage ich immer. Der Haltepunkt ist noch nicht für uns. Alles gut. Noch rund 7 Kilometer. Was eben hier noch wirklich von Vorteil wäre, wenn es hier die Hektometertafeln auch auf der Strecke gäbe, an denen man dann eben hätte ablesen können, okay, an der und der Stelle kommt der und der Bahnhof, an der und der Haltepunkt. Aber das ist hier dann ja, deutlich schwieriger. Da vorne sehe ich was Gelbes leuchten. Das ist nicht gut. Freien Auslauf aktivieren mit F. Schaltwerk läuft zurück, Trennschütze fallen ab. Mal gucken, es muss ja nicht sein, dass das gelbe Lichtchen für uns ist. Da vorne leuchtet nämlich auch irgendwas Grünes in dem Wirrwarr. Ja, und wie es ausschaut, ist das grüne Lichtchen für uns. Genau. Ich hatte das hier vom Gleis nebenan gesehen, was so durchgeschienen hat. Und der Gleisbogen hat es dann hier so ein bisschen verdeckt. Aber auch okay. Dann können wir schneller mit hohen Geschwindigkeiten fahren. Ja, da kommt 120. Freien Auslauf aktivieren. Runter, runter. Da kam keine Ankündigung. Uiuiuiui. Oder ich habe sie übersehen. Man könnte jetzt nochmal ganz kurz im Video zurückscrollen. Das kann ich im echten Leben leider nicht machen. Da gibt es keinen Zurück-Button. Aber
Wäre cool, wenn du für mich mal ganz kurz nachschaust, ob da eine 120 vorangekündigt war und ob ich es nur übersehen habe oder ob da einfach schlichtweg die LF6-Tafel vergessen wurde. Achso, ja. Sollten vielleicht auch 120 einstellen. Zack. So, trotzdem nach dem Bahnhof gucken. Ja, Merin kommt schon gleich. Es lohnt sich eigentlich gar nicht zu beschleunigen. Wir lassen rollen. Oder? Ja, komm. Freien Auslauf rein. Wir haben sowieso schon so viel Verspätung. Das ist... kriegen wir eh nicht mehr eingeholt. Und bevor wir uns da jetzt noch Verspätungen einfangen wegen unsauberen Fahrstil, weil wir meinetwegen noch am Bahnsteig vorbeigezischt sind um ein paar Meter, das muss nicht sein. Es beginnt zu regnen. So, Wischgeschwindigkeit mal ein bisschen runterstellen. Der Ausstieg in Mering erfolgt in Fahrtrichtung links. Wo geht denn die Strecke eigentlich hier in Mering hin, die da links abzweigt oder ja, links einmündet, je nachdem, aus welcher Perspektive man sieht. Wer es weiß, die Kommentare in den oder unter dem Video sind sehr erwünscht. So, müssen wir bis ganz vor? Nee, definitiv nicht. So. Und dann einmal zum Stehen kommen und die Türen öffnen. Guten Tag. Ja, die weiß auch nicht, wo sie hin will. Guckt sich wahrscheinlich gerade einen Bahnsteig an und geht jetzt wieder zurück in die Unterführung. Und jetzt läuft sie gegen eine Laterne. Sie steuert drauf zu und... Kollision. So. Wir setzen uns mal wieder vorne rein. Zugbremse lösen, Lokbremse leicht anziehen. Lokbremse, sagte ich. Danke. Und Türen schließen bitte. Zack, sind zu. Wunderbar. Bremse lösen. Und Leistung aufschalten. Ja, mit 41 Grad Temperatur starten wir in den nächsten Anfahrversuch. Nächster Halt Mering St. Afra, Gleis 3 in 2 Kilometern. So, 140 dürfen wir fahren, ne? Nochmal nachgucken. Ja, 140 waren es. Und die Geschwindigkeit hochdrehen. Steig, 1 Kilometer noch. Zack. Bedingten Auslauf. Freier Auslauf. Und dann... Ah, grüß dich, Kollege. Einmal ICE 3. In der Öko-Variante. Oh. Ja, in der Öko-Variante. Ein Glück, dass sie hier so einen langen Treppenaufgang haben. So, Hauptsignal können wir einsehen, dann Bremse anziehen und stehen bleiben. Ich fahre jetzt nicht bis zur Haartafel vor. Einerseits wäre das ein bisschen Schikane für unsere Fahrgäste hinten drinne, weil die ja den ganzen Bahnsteig wieder zurücklaufen müssten. Hier vorne gibt es nämlich keine Möglichkeit, den Bahnsteig zu verlassen. Die müssen dann einmal komplett durch den Regen klitschnass, bis sie dann hier unten in der Unterführung ankommen. Und dann ja, wahrscheinlich hier rechts und links in Richtung Ortschaft oder in Richtung Parkplatz sich begeben könnten. So, wieder in den Zug rein. Zugbremse lösen. Lokbremse anlegen. Türschließbefehl reingeben. Türen sind zu. Abfahrt.
So, jetzt etwas schneller bitte. Kissing Gleis 3 in ca. 3 Kilometern. So, kommen die Lokomotive, zeigen uns mal, was du drauf hast. Komm, wir haben heute wirklich einen Sprinter Regionalexpress. 80 Grad Temperatur, ne? Das Ganze schön im Auge behalten. Zack. So, Modus nur fahren ist aktiviert. Signal grün. 4 Kilometer. Das ist jetzt auch ein bisschen aufregend für mich, weil das Reinbremsen ist immer wieder eine Herausforderung. So, das dürfen dann die Anfahrsignale sein und da kommt der Bahnsteig. So, jetzt schön auf Radschlupf achten, dass uns der Zug hier nicht gleitet. Weil gerade bei den schlechten Witterungsbedingungen, wenn dann eben wieder der Regen mit dazu kommt, ne, das Spielchen kennen wir, dann könnten die ein oder anderen Räder eben mal blockieren und übers Gleis rutschen, was wir nicht wollen. Aber der Gleitschutz müsste ja bei der Lokomotive funktionieren, sonst würden wir hier oben die Anzeige für Schleudern und Gleiten bekommen. Also S-G müsste der Leuchtmelder sein, der dafür zuständig wäre. Ich glaube, wir haben heute gar nicht die Leuchtmelder geprüft. Ja, können wir gleich mal noch machen. Dann kann ich dir zeigen, welcher das wäre. Kissing. Und dann anhalten. Der Ausstieg in Kissing in Fahrtrichtung links. Zack. Türchen auf. Man könnte hier dann eben auch noch vorwählen, in welcher Fahrtrichtung die Türen geöffnet werden sollen. Und jetzt aber ganz kurz zum Leuchtmeldertest. Also hier oben mal drauf achten und hier unten. Theoretisch müsste alles leuchten. Leuchtmelder-Test war hier drüben, genau. Der linke Knopf. Zack. So, und Schleudern und Gleiten finden wir dann hier oben. Dieses S. Ne? Jetzt. Dieses S-G. Das ist halt die Anzeige dafür, wenn das Fahrzeug schleudert oder gleitet. Beziehungsweise man sieht es dann eben auch hier vorne in der Anzeige mit drin. So. Es scheinen alle Leuchtmelder zu funktionieren. Von daher können wir direkt wieder weiter. Bremsen lösen. Türen sind schon zu. Türschließbefehl nochmal bestätigen, bitte. So, und 140. Gib ihm. So, jetzt müssen wir dran denken, wir sind schon bei 76 Grad. Also übertreiben sollten wir es jetzt nicht. Sonst kommt hier gleich eine Fahrmotorstörung. Fahrstufe 10 ist vollkommen okay. Das packt es locker. Und ich möchte jetzt auch bitte mal ganz kurz noch nicht deaktivieren. Ich möchte den daueraktivierten Fahrlüftermodus haben. Dass die mir dauerhaft da hinten Frischluft reindrücken. Oh, und jetzt ist auch die Temperatur stark angestiegen nochmal. Wir sind jetzt knapp unter 100 Grad. Nächster Halt ist dann Augsburg-Hochzoll. Da haben wir auch wieder ein bisschen Glück. Der Bahnhof ist etwas weiter entfernt. Da kann sich die Lokomotive dann während der Fahrt ein bisschen abkühlen. Und dadurch, dass ich sie jetzt dauerhaft aktiviert habe, die Fahrmotorlüfter, sollten die auch dann bei abgeschalteter Leistung oder bei entfallender Leistung eben weg sein. Wie gesagt, die 100 Grad möchte ich meiden. Auslauf aktiviert. Und jetzt lassen sie rollen. Fahrmotorlüfter bleiben an, damit sich jetzt hier die Temperatur schön runterdrückt. Und das können wir jetzt hier drüben wirklich etappenweise schön verfolgen. Jetzt sind wir schon nur noch bei 90 Grad. 89, 88. Das geht dann ganz ratzpatz. Und dazwischen halt in Augsburg-Hochzoll, ja, da wird uns sowieso nochmal dann ein bisschen Temperatur mit wegnehmen. Das ist auch gut. Das Fahrzeug darf jetzt erstmal ein ganzes Stückchen rollen.
Erst wenn wir dann wieder bei, naja, 130 Kilometern pro Stunde sind, dann würde ich mir drüber nachdenken, die Leistung nochmal hochzuziehen. Wobei, nein, auch das machen wir nicht. Da vorne kommt nämlich gleich eine 100er Tafel. Es gab wieder keine Ankündigung. Ja, wegen der Kurve da vorne. Es kann doch nicht sein, dass hier lauter LF6-Tafeln fehlen. Die stellen wohl nur noch LF7 hier auf. So, lass mit 105 reinrollen. Das geht schon. So, jetzt mal bei 103, 104, genau. Und wir müssen sowieso abbremsen. So 2-3 km/h als Toleranz, das ist schon okay. Aber drüber sollte es dann nicht sein. Also ein bisschen Tacho-Ungenauigkeit gehört auch mal mit dazu. Das kann man eh nicht genau bestimmen. So, hier wieder genüsslich mit 60 km pro Stunde am Bahnsteig anfangen. Ja, Augsburg-Hochzoll ist so schön lang. Da können wir wunderbar drin anhalten. Und jetzt haben wir auch tatsächlich mal den Vorteil der Biegung des gebogenen Bahnsteigs. Denn jetzt können wir wirklich den Zugstoß problemlos ansehen. In der anderen Fahrtrichtung, ja, wäre es wieder unser Nachteil. Weil wir dann eben den Zugstoß nicht einsehen könnten. So, Türen öffnen. Leistung wieder runter auf 0. Zack, auf 0. Türen sind offen, die Fahrgäste können rein und rausspringen. Ja, die freuen sich auch bei so miese Peterwetter, endlich in den Zug einsteigen zu können. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist nicht schön, da auf einem nicht überdachten Bahnsteig zu stehen. Entweder tummeln sich alle hier unter diesem kleinen Vordach oder ja, die Leute werden halt nass. Keine Abfahrt. Okay, Lokomotive will nicht. Will sie jetzt? Ja, jetzt will sie. So, die Hälfte der Temperatur haben wir schon wieder runtergedrückt. Bei 55 Grad sind wir nur noch. Und gerade eben waren wir ja ungefähr bei 96, ne? Also fast 100. Wäre annähernd die Hälfte. Ich glaube, nach denen sind dann wieder 120 oder so zugelassen. Ja, genau. Streckenkenntnis. Und dann direkt die 120 eingeben. Ja, unser nächster Halt müsste dann Augsburg Hauptbahnhof sein, wo auch unsere Fahrt enden wird. Nein, Augsburg-Haunstädter Straße kommt noch. Okay. Siehst du? Wieder ein Haltepunkt, an dem ich fast durchgebrettert wäre, wenn ich nicht nachgeschaut hätte. So, Leiste runter. Freien Auslauf. Die Haunstädter Straße, die kommt auch unmittelbar vor dem Hauptbahnhof, genau. Kilometer haben wir noch. Und dann bremsen wir jetzt mal rein. Auch hier, ne? Die zweite Lokomotive arbeitet schön sauber mit. Haben heute keine Probleme irgendwie mit dem ZDS-System bekommen. Die haben das wirklich alles problemlos abgehandelt. Wobei ich auch gar nicht weiß, aber ich glaube, die neuen Dosto-Wagen, ich glaube, die sind auch gar nicht mit den 112ern so problemlos kompatibel. Also was dann die Wendezugstörung angeht.
Ich weiß nicht, ob die das selbe System haben. Es kommt auch auf die Dostor-Wagen-Variante an, ob die das unterstützen, die Wendezugsteuerung von den 112ern hier. Wobei wir haben die Steckdosen oben und eben unten dann nochmal das alte Verbindungskabel. Das würde dann wahrscheinlich über die neuen Steckkontakt laufen und dann sollte es eigentlich auch gehen. So, der Zug hält, die Türen in Fahrtrichtung links werden geöffnet. Fahrgäste können rein und raus. Im Hintergrund noch der große Baukran. Das ist hier auch vor Augsburg immer Dauerbaustelle. Hauensteiner Straße, das ist, ja, da wird immer gebaut. So, wir setzen uns mal rein. Kontrollieren nochmal ganz kurz die Temperatur. Wir sind bei 50 Grad wieder. Und ja, wie prophezeit schon, das läuft alles jetzt ohne Probleme, wenn wir die eben in der Dauer eingeschalteten Stellung haben. Wir wechseln aus der Dauerstellung wieder raus, gehen in den Automatikmodus. Die Lokomotive ist wieder bei, ich sag mal, annähernd normalen Betriebstemperaturen. Und da brauchen wir es hier auch nicht so gnadenlos übertreiben. So, Türschließbefehl reingeben. Türen sind zu, alles klar. Dann noch einmal auf 100 hoch, das reicht. Und ein letztes Mal für heute beschleunigen. Nächster Halt, Augsburg Hauptbahnhof, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts oder links. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Gleis wir reinkommen. Gleis 5 wird es werden, okay. Rechts, links, rechts. Nee, jetzt muss ich mal überlegen. Rechtsbahnsteig, Linksbahnsteig, Rechtsbahnsteig, Linksbahnsteig. Also müsste theoretisch rechts sein, der Bahnsteig. Mal gucken, ob es auch wirklich so kommt. So, die 80 stehen oben dran. Da wieder. Ich habe keine Vorankündigung gesehen. Ne? Also entweder fahre ich heute sowas von blind durch die Gegend oder es fehlen hier einfach sämtliche LF6-Tafeln. Das Gleissperrensignal da gefällt mir auch nicht. Uiuiui. Okay, das nenne ich mal Abzweig. Freien Auslauf aktivieren und oh, hier reinbremsen, komm. Uiuiui, das kannst du ja keiner Lokomotive antun. So, es geht unter dem Dach des Grafikbugs hindurch. In den Augsburger Hauptbahnhof hinein. Und, wie vorher gesagt, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ja, in Augsburg Hauptbahnhof, da trennen sich so langsam unsere Wege. Ich möchte ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um mich recht herzlich für die Mitfahrt zu bedanken. Für das Vertrauen heute in DB Regio und meine Fahrkünste. Ja, in aller spätestens 3 Tagen um 14 Uhr gibt es das nächste Video aus dem Train-Simulator oder einer anderen Zugsimulation. Mal gucken. Und ja, in diesem Sinne. Liken, teilen, abonnieren, sharen, Facebooken, Twittern nicht vergessen. Freue ich mich über jede Erwähnung, die es da gibt. Und genau, wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben, einmal auf den Daumen draufhauen, dann wird er blau. Und wenn es dir nicht gefällt, ja, dann leider Daumen runter, aber vielleicht auch mit einer sinnvollen Begründung, was dir nicht gefallen hat und warum es dir nicht gefallen hat, wäre ganz interessant. Und ja, in diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal und allzeit gute Fahrt, dein Think New, Fly New.